Ein herzliches Willkommen hier bei mir, dem Thorsten, mit einer weiteren Folge Clash of Clans mit den True Warriors. Ich hatte ja schon gestern angedroht, dass ich eine zweite Folge noch mache und ich habe Glück, ich komme doch noch live rein. Die letzten anderthalb Minuten laufen und wir haben uns in diesem CK sehr, sehr schwer getan, muss man sagen, weil wir doch verdammt, ich sag mal, nicht so schön angegriffen haben. Ich will jetzt nicht sagen schlecht angegriffen haben, aber wir haben die Dörfer etwas unterschätzt. Wir haben den Gegner vor allen Dingen unterschätzt. Der Gegner hat nämlich gar nicht mal schlecht gekämpft. Vor allen Dingen hier im 8er, 9er Bereich wirklich gut gekämpft. Die einzige Base, die er im Moment noch gehalten hat, ist die von Yannick. Alle anderen sind mehr oder weniger richtig gut gedreisternt worden. Oder auch die Zehner haben immer saubere zwei Sterne kassiert. Hier oben die Elfer teilweise zwei Sterne kassiert. Also es war ein richtig guter CK. Am Ende hat es dann, schätze ich mal, für den Gegner doch nicht gereicht. Einige haben ihre Helden noch im Ausbau, beziehungsweise waren nicht bereit, sie zu gammen. Und einige tote Bases gibt es hier auch. Allerdings muss man auch dazu sagen, die hier unten haben auch nichts mehr mit dem Ausgang des CKs zu tun. Da dort schon RH9 im unteren Bereich hier unsere RH8er gemacht hat und wir dementsprechend dementsprechend keine 9er mehr gemacht haben und dann fehlen denen natürlich irgendwo Angriffe. Also wenn man dann von unten nach oben hochgehen will, dann dürfen nicht zuerst die 9er die 8er schon mal wegmachen und die 8er gucken in die Röhre. Das haut gar nicht hin, machen wir ja auch nicht. So, der läuft hier einmal frei aus, 0 Sekunden, Krieg hat geendet und unser 210. Sieg, jawohl. Richtig cooles Ding, muss ich sagen. 235 Punkte total dazu gekriegt. Und das war eine richtig runde Sache hier, muss ich sagen. Wir haben das auch schon angesagt, dass das unser 210. Sieg war. Wir können hier gerne nochmal in die Events reingucken. Sehr, sehr spät. Vor Ende, wir sehen das hier vor 34 und vor 36 Minuten hat beziehungsweise vor einer Stunde, 10 Minuten hat Mustango erst angegriffen, ist sie sehr, sehr spät erst ins Spiel reingekommen, hat viel vorzubereiten gehabt und etc. Wir wussten das aber und am Ende haben hier gerade unsere Elber, die noch Angriffe offen hatten, nochmal richtig tief angegriffen, um wirklich Sterne zu holen. Denn es sah zeitweise so aus, als wenn der Gegner uns schlägt, muss ich dazu sagen. Wie gesagt, am Ende waren es denn doch verdiente 77 Sterne auf unserer Seite. Der Gegner hätte jetzt noch 5 Sterne machen müssen und die sehe ich hier nicht unbedingt mit den Truppen bzw. mit den Dörfern, die er jetzt noch auf hat. Wir können uns den einen oder anderen ja nochmal rein oder anschauen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal von oben nach unten an. Gucken wir, was unser Max gemacht hat. Ich lasse das alles doppelt abspielen, weil mir rennt auch ein bisschen die Zeit davon, aber ich habe jetzt extra gewartet, bis der Clankrieg aufgehört hat, beziehungsweise zu Ende war. Ich wollte kurz vorher reinkommen, ist mir auch gerade noch so geglückt. Ich war eben auch noch am Abendbrot essen und habe immer auf die Uhr geguckt. Aber das funktioniert ja noch. Ich lasse das jetzt auch in einem Stück hier spielen, schneide also nichts mehr zusammen. Und dann waren das hier von Max super zwei Sterne, also die waren sehr, sehr deutlich, muss man sagen. Der Drachenangriff hier war richtig stark. Helden kommen jetzt erst raus, machen hier nochmal richtig Prozente. Und das war schon echt ein guter Angriff, muss man sagen. Max ist auch da oben in dem Bereich mittlerweile sehr, sehr erfahren, spielt auch schon längeren in der Legendenliga. Und ich denke mal, da sammelt man natürlich mit solchen Bases Erfahrung, weil man auch oftmals natürlich selber überrannt wird, beziehungsweise mit gewissen Taktiken gemacht wird. Die guckt man sich ab, übt die und setzt die dann um. Richtig gute zwei Sterne waren das hier auf Rathaus 11. Wir können hier weiter gucken, der ist auch nochmal von Max. Dann nehmen wir den von Norman. Ist auch RH11 auf RH11, allerdings hat Norman seine Queen im Moment nicht. Aber auch er entscheidet sich hier für einen Drachenangriff. Gerade wie hier, nur zwei Lars, die
überhaupt auf Max-Level sind. Die anderen sind noch auf RH9-Niveau, ist das, glaube ich. Und dementsprechend hält natürlich so ein Lama-Hund, der aus der Clanburg kommt, der Max ist, relativ lange. Das sieht man hier auch, wie viel Heal-Points der hat als Tank. Und er kommt hier also auch richtig gut in die Base rein. Jetzt fällt schon mal der Adler, was natürlich wirklich top ist, vor allen Dingen für den Rest der ganzen Meute. Hat bis jetzt noch jetzt zündet er seinen Warden. Und ich weiß im Moment noch gar nicht, wann sein King reinkommt. Ich habe den Angriff gesehen, als er schon fast vorbei war. Gucken wir mal, wann er den noch zieht. Ich glaube, das war hier rechts unten an der Kaserne. Da taucht er gleich auf. Jo, da ist er. Und sorgt ja auch nochmal richtig für Prozente. Ich denke, er wollte vielleicht den Bogiturm noch erwischen, bevor der Drache hier hinten den Bogiturm erreicht. Und hier sehen wir so einen 40er King, der kann schon richtig was ab. Und ich denke mal, den wird er sich auch noch schnappen, jawohl. Der Turm ist noch drin, die Kaserne war sogar noch drin, 61%. Und das dunkle Elixierlager hat dann doch ein bisschen viel Hitpoints. Und jetzt ist doch ein bisschen viel Dev drauf, aber super, 2 Sterne, richtig guter Kampf. Wenn wir im oberen Bereich, wenn unser 10er 11er hier oben gut kämpfen, dann sind wir immer sehr, sehr zuversichtlich, dass der Rest des Krieges auch auf wird. Allerdings muss ich sagen, haben wir uns diesmal mit den 9ern sehr schwer getan. Hier haben wir einen Angriff von Olig, auch RH11, jetzt auf RH10. Und Olig ist heute auch in die Titan-Liga aufgestiegen. Ich hätte fast gesagt, mit den fast identischen Truppen, die er zurzeit nimmt. Es sind nämlich die Babydrachen und ein paar Loons plus Lavahund und ich glaube noch ein Lavahund in der Clanburg. Es ist eine wirklich gute Kombi, ich glaube da oben Titan League, Legend League wird auch so nicht gefarmt, sondern Farm kann man das da oben ja nicht mehr nennen, sondern eigentlich nur noch Pokis holen. Aber ich habe auch mir von einem RH9 sagen lassen und auch zeigen lassen, dass man auch im RH9-Bereich mit den 2er-Drachen und ein paar Loons richtig gut Dunkles farmen kann. Und der Olig übt das hier schon die ganze Zeit. Also er hat jetzt bestimmt die ganze Woche nur solche Angriffe hier gemacht. Und so kommt er natürlich richtig krass in diese Base rein. Jo, die Mitte, da sind jetzt richtig viele Babydrachen drin, zündet jetzt auch dann erst seinen Warden, wo die nochmal richtig Beschuss bekommen. Und die Loons auch erst noch sehr, sehr spät gesetzt von der linken Flanke. Queen marschiert jetzt richtig gut durch, kann zwar nicht mehr gezündet werden, aber es ist auch nur noch ein Bogiturm da. Wir haben noch ein paar Welten, wir haben den Warden noch. Und so waren das richtig schöne 3 Sterne hier auf das RH10. Ist auch nicht selbstverständlich, Olig ist auch mal gerade so. RH11 sehen wir am 5er Warden und war ein guter Angriff. Richtig gute 3 Sterne. Das bringt einen natürlich auch gut nach vorne. So, wir gucken weiter. Das ist von Maste sein 2. Angriff. Ich muss ein bisschen was suchen, was auch so ein bisschen den Krieg widerspiegelt. Was der R9-Bereich angeht, 16 auf 16. Wir gucken uns den Angriff von Abi an. Ne, den gucken wir uns nicht an, den haben wir nämlich gestern schon gesehen. Da habe ich mich gerade vertan. So, Lukas ist ein 10er, Hater, Hater. Den können wir uns angucken. Der Hater entscheidet sich hier mit der Kombi Pekka, Walk hätte ich fast gesagt. So wird das, glaube ich, genannt. Das heißt, er cleant so ein bisschen rechts, links mit Babydrachen. Kommt dann mit den Packers und Heilern rein und hier können die Packer jetzt nicht mehr anders als schön in die Mitte rein, beziehungsweise einfach in die Base hineinzugehen. Die gehen jetzt auch dann auch nicht mehr raus und weichen jetzt zwar so ein bisschen ab, weil sie natürlich immer auf das nächste Gebäude oder Dev gehen, ist egal was es ist. Kommt jetzt noch schön mit den Bowlern hier rein, die können auch nicht mehr woanders hin, alles schön in Wut. Allerdings sind zu diesem Zeitpunkt schon die Heiler nicht mehr am Leben, ist aber nicht so schlimm. Die Packer und die Bowler sind jetzt schon in der Mitte.
Und entkernen die jetzt sogar schon. Also die Hocks sind jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen Beiwerk. Schnetzeln hier natürlich richtig gut durch. Feuer ist komplett in der Mitte. Perfekter geht es gar nicht für die Hocks vor allen Dingen. Denn solange die Hockrider nicht tanken müssen, ich meine, kurze Zeit tanken sie dann, aber das war jetzt schon optimal. Die Base bietet so, sich natürlich auch an, so zu machen. Denn wenn erstmal richtig was in der Mitte ist und alles feuert auf die Außen, von den Außengebäuden rein in die Mitte, dann ist es natürlich ein leichtes Spiel für Hocks, die jetzt ja auch noch richtig mit Masse am Leben sind. Bowler noch dabei, Queen noch dabei, 20er Helden ist auch schon ein Wort. Und richtig guter Angriff von unserer 13 auf die 18. War also schon der zweite Angriff dann drauf, weil wir den ersten in der Regel gegenüber machen oder es gibt andere Absprachen. Wir haben 14 auf 20, der Cody entscheidet sich hier auch für einen klassischen Go-Hock. Die Base haben einige probiert. Ich glaube, die Base hatte ich gestern auch schon gezeigt. Den Fail, glaube ich, von Magnethelm, der das auch probiert hat mit Hocks. Der Cody hat sich hier aber entschieden, dass er in der Clanbook noch Hocks mitnimmt, also keinen zusätzlichen Golem oder Bowler oder was auch immer, sondern in ihr Kleinburg nochmal so ein Rudel Hocks, das heißt zu den 23, die er hier hat, gesellen sich gleich nochmal 6 Stück dazu. Und ich muss sagen, die hat er auch gut gesetzt. Fast so wie hier jetzt bei den ersten Hocks, die auch voll in die Riesenbombe tappen, setzt er die, glaube ich, gleich unten. Und was lösen die natürlich auf? Genau zwischen diesen beiden Lagern hier ist es, glaube ich, eine Riesenbombe, was auch sonst. Ja, hier waren also, glaube ich, alle Riesenbomben außen. Das sah man in dem Design ja auch schon. Und er hat jetzt immer noch 2 Heal über. Da setzt er die... Ah ne, das waren normale Hocks, die aus der Clanbook hat er vorher schon gesetzt. Aber voll in die Riesenbombe rein. Ist aber auch heute ja nicht mehr so schlimm. Eine tötet schon lange keine Hocks mehr. Da muss schon eine Doppelbombe dabei sein. Und dass die dann überhaupt drauf gehen. So. Nur noch das Cleanup. Da hat er jetzt sogar noch einen Heil. Ich glaube, den Heil hat er auch noch im Cleanup gesetzt. Kann man auch mal machen, denn wenn die Zeit eng wird und da höppelt nachher nur noch ein Hock rum, da ist nämlich nur noch Riesenbombe. Super. Dann kann es schon mal eng werden. Ne? Selbst wenn wir nochmal außen rum tabbeln. Von der anderen Seite kommt zwar Magier, aber das hat am Ende hier doch gereicht. So, dann schauen wir uns noch einen Kampf an. Wir gucken mal, wir sind ja heute von oben nach unten unterwegs, um hier noch ein paar aufzuschnappen. Matthias, den hatte ich gestern auch noch nicht mit drin. Matthias ist ein erster CK bei uns und wir haben schon vorab gesehen, ich glaube, der Chief hatte diese Base mit 1 Stern schon mal belegt, vorbelegt, einfach um auch die Clanbook zu locken, ist ein R8. Matthias hat sich dazu überlegt, dass er hier mit Golem und Valkyren reinkommt. 3er Valkyren allerdings, noch 2er Golem, also auch noch nicht so lange RH9. Und kommt, wie ich finde, gut in die Base rein. Die Base ist natürlich wie für Valkyren geschaffen. Mauern werden hier wie aus Butter zerschnitten von den Valkyren. Und Queen ist noch komplett zündbar. Ja, diese komische Eisfalle da, wo die Bowlers reingetappt sind. Mit noch ein paar Clean-Up-Hocks. Queen noch voll im Saft, hätte ich fast gesagt. Wird jetzt sogar nochmal hochgeheilt von den Heilern. Die Heiler wechseln ja auch Ziele, wenn sie sehen, dass jemand anders weniger Heal halt als das eigentliche Ziel, was sie gerade noch geheilt haben. Dann wechseln die auch. Und das war natürlich super jetzt für ihn. Jetzt zündet er erst eine Queen. Ich meine, jetzt haben wir noch eine 8er Kanone und einen 11er Bogiturm. Das ist dann auch nicht mehr so das, was die Bowler und die Queen abschreckt. Richtig gute Einstands 3 Sterne. Sauber. Klasse Angriff. Hat uns auch echt gefreut. Ja, und hier unten in dem Bereich geht es, glaube ich, schon in den RH9 Bereich rein. Ne, das ist noch RH8. Das ist auch RH8. Und das ist
Ja, 9. Okay, ja, das war der, den ich gestern gezeigt habe. Der einzige da unten, der noch zwei X-Bogen auf Level 2 hat und nicht auf Level 3. Er entschließt sich hier für einen klassischen Go-Vibe. Man glaubt es kaum, Go-Vibe ist wieder im Kommen. War bei uns natürlich lange verpönt, weil es einfach nichts gebracht hat. Und wie auch immer gesagt haben, wir begrüßen alle Angriffe außer Go-Vibe mittlerweile. Würde ich jetzt nicht das Gegenteil behaupten, nicht jede Base ist dafür gemacht. Aber hier hat es gepasst. Und mit dem Bowlern im Gepäck wird hier die Mitte richtig schön entkernt. Und ja, ich hatte die Mauern ja schon mal angesprochen, da haben auch dann die Packer, hauen da dann einmal durch. Selbst bei den Level 8 Mauern und hier haben wir mit Masse 7 und die schönen goldenen angesprochenen Mauern, die zwar schick sind, aber man kommt einfach zu leicht durch und manchmal wird es unterschätzt. Einige sagen, Mauern werden überschätzt, weil vier Erdbeben und ich bin drin in jeder Base. Ist natürlich nicht so, muss man sagen. Denn wenn ich Erdbebenzauber einsetze, fehlen mir andere Zauber in der Regel. Oder ich habe nur noch zwei normale als RH9. Das könnte dann schon ein bisschen wenig sein. Aber ich denke, das war ein wirklich gelungener CK hier von uns. Wir haben dadurch jetzt aktuell 210 Clansiege, was natürlich richtig gut ist. 210, das ist schon richtig krass. Und unser Lock fängt wieder an, grün zu werden. Wunderbar. Perfekt. Ich hatte es auch in meiner Beschreibung reingeschrieben. Wir haben zum Schluss des Jahres sogar noch eine volle Truppe 50-50. Ich hatte es auch in den vorherigen Videos schon angesprochen. Es geht keiner. Ich finde es richtig klasse. Die Leute halten hier richtig gut zusammen. Unsere neuen Leute, die erst ein, zwei, drei Wochen bei uns sind, sind richtig gut, glaube ich, angekommen. Fühlen sich hoffentlich auch richtig wohl. Und wir starten unseren nächsten CK auch erst im nächsten Jahr, nämlich morgen, damit wir auch wieder in der Spur bleiben. Freitags findet unser Pflicht-CK statt und damit wir im Turnus sind, starten wir am Montag. Das heißt also heute kein Start. Und letztendlich wünsche ich allen Mitgliedern von True Warrior und natürlich alle, die mich kennen, die mich schätzen oder auch hassen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das alle Wünsche in Erfüllung gehen. Und auf dass man sich alle guten und schlechten Vorsätze erfüllt, wie auch immer. Ich verbleibe einfach mal. Bis im nächsten Jahr, euer Toto Clasht.